Ja, und nachher müssen wir auf jeden Fall mal in die Feuerwelt. Ich möchte es gerne mal lesen, alles, was da war, denn. Mit den Teilen. Wir sind auf dem See. Perfekt. Legt in der Nähe der Brücke an. Aber machen wir erst, wenn eine Mission weiter weg ist. Mimir, warum hat Freya dich eigentlich angesprochen? Genug. Keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähl später weiter. Genau. Besser so. Kopf, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Endlich! Das Horn! Ja, da hatten wir uns schon gewundert bei dem Horn. Es war auch so riesig. Ist es dafür da, die Schlange zu rufen? Gut, jetzt halte meine Lippen an das Horn. Ah, kann nur er das. Alles klar. Errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Sie erinnert sich. Kennt euren Verlust. Sie wird helfen. Interessant. Was ist? Ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Welt lernen, die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das, sie dachte, ich hätte gesagt, die wären Freunde von Odin. Verzeihen, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Na toll. Alter, sein Auge sieht aus wie das Auge von Sauron. Hey, seht mal, das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Okay. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier runter wieder. Ah! Jörmungandr. Die Weltenschlange erstreckt sich über alle Gewässer Midgards. Vielleicht nur sie
Vielleicht ist sie groß genug, um Thor zu besiegen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir sie getroffen haben. Nachdem ich jetzt gehört habe, wie Mimir in seiner alten Sprache mit Jörmungandr gesprochen hat, frage ich mich, ob ich das auch lernen kann. So, ich frage mich jetzt aber gerade, ob wir in die Feuerwelt könnten. Wo waren das? Das war doch da hinten. Ich möchte jetzt mal schauen. Die Feuerwelt. Hallo, hey. Muss euch zwar um einen weiteren Gefallen bitten. Was? Was ist denn jetzt wieder? Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Andvari. Trefft mich bei den Landshydrominen. Ist da auch eine Menge hübscher Beute für euch drin? Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Zwerg, ey. So. Hier konnten wir ja auch schnell reisen. Aber ich glaube nicht in eine andere Welt, oder? Hier ist ja der Gipfel. Das ist was anderes. Bam. So, hier müssen wir rein. Hallo. So, zeig mal her. Helheim wird gesperrt. Alfheim. Verhindert. Muspelheim. Das ist doch die Feuerwelt, oder? Machen wir mal kurz. Erzähl mir mal, wie das alles mit Baldur angefangen hat. Hat einfach angeklopft. Baldur hat einfach an eure Tür geklopft? Ja, er tauchte auf und fing Streit an. Er wollte irgendwas wissen. Er sagte, ich weiß, was du bist. Darauf kommen wir später zurück. Was genau wollte er denn von euch wissen? Da war ich schon im Versteck. Er meinte, ich wüsste bereits, was er wollte. Vielleicht hat er mich mit jemandem verwechselt. Das ist ja interessant. Boah. Alter. Mimir über Baldur. Mimir hilft uns herauszufinden, warum Baldur von den Asen zu uns kam. Ich weiß, was ihr seid. Ihr wisst, was ich will. Was glaubt ihr, wer wir sind? Alter, wir reisen hier. Boah, mit Mox Geschwindigkeit. Alter. Ich würde mal sagen, das ist wirklich die Feuerwelt, wa? Oder? Nein, nein, überall sind Flammen. Boah, alter Schwede. Okay. Hallo. So, sind wir jetzt in der Feuerwelt? Wow. Ja. Ganz schön heiß hier. Aber ist das Schnee? Asche. So fällt sie nur bei großen Feuern. Diese ganze Welt ist ein einziges Feuer. Der Ursprung allen Feuers. Und auch der Sonne und Sterne, wenn man der Legende glaubt. Sollte man das? Ich meine, wir sind hier.
und verbrennen trotzdem nicht. Noch nicht. Naja, sie wird sich seit Urbeginn der Schöpfung stark abgekühlt haben, meint ihr nicht? Nibelheim ist ja heutzutage auch kein reines Eis mehr. Das ist die Natur der Dinge. Die Zeit mildert alle Extreme. Feuer kühlen ab, Männer werden alt und grau, Köpfe werden abgehackt und an Gürteln getragen. So ist das Leben. Genau. Wenn du meinst, Mimir? So ist das Leben. Okay. Wo sind dann jetzt diese Tafeln? Wehe, hier kommt jemand auf uns zu hier und will hier Stress anfangen. Boah, es ist wirklich bei mir auch. Es ist scheiße dunkel, ey. So krass dunkel. Boah. Ich weiß jetzt gar nicht mal mehr genau, waren wir hier überhaupt schon mal? In der Welt des Feuers? Naja, hier gibt es anscheinend an den Seiten gar nichts. Wir müssen einfach nur geradeaus. Boah. Finde ich auch voll interessant, so mal so andere Welten besuchen und alles hier. Oh, hallo. Hitze ist verdammt hilfreich bei meiner Arbeit. Macht sogar den Raum selbst biegsamer. Zum Beispiel diese magischen Türen, die du so magst. Hier führen sie alle zueinander, ganz ohne Brocks zutun. Geh mal dort drüben hin und wecke sie auf. Du wirst sehen, durch Muspel zu reißen ist kinderleicht. Solange du nicht gekocht wirst. Oh ja. Oh, fast vergessen. Brock, das ist unser neuer Freund Mimir. Wir kennen uns. Oh, warum sagst du das nicht? Er weiß warum. Ich weiß warum. Du weißt warum. Du weißt warum. Ruhe. Genug davon. Wisst ihr, Kratos. Wie das, was ich gefragt habe? Kannst du dich mit Sindri nicht einfach vertragen? Was auch passiert, das kann nicht so schlimm sein. Ihr seid Familie. Erzähl du mir nichts von Familie. Ich bin nicht der, der vergessen hat, wofür unser Name mal stand. Unsere Werke. Die Waffen, die wir schmiedeten, waren legendär in allen neuen Welten. Länger, als ich zurückdenken kann. Das wirft man nicht weg wegen eines einzigen Schlechten. Schlechten was? Gar nichts. Vergiss es. Musst du nicht irgendwo hin? So. Gut, wir werden mal am besten noch Glut finden müssen. Und dann können wir uns bessere Rüstung auch herstellen lassen. Kann sein, dass ich beim Shoppen immer auch mal schneide. Und weil es dann einfach zu lange dauert, man muss wirklich rumgucken und alles. Und hier ist noch was dauert denn? Der hier heißt Sutil. Ein Feuerriese. Der erste und ursprüngliche. Er macht ein Feuerschwert. Eine legendäre Waffe. Er kämpft gegen Thor und Odin. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Womöglich eine Frage der Perspektive. Widerschreiben birgt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Die Riesen haben Schreine hinterlassen, die Geschichten aus. Ja, wo steht denn das jetzt hier nochmal? Gab es nicht immer einen ganzen Text? Ich glaube, der kommt jetzt erst. Ja, siehst du. Ein uralter Feuerriese aus Muspelheim. Er schmiedete ein Feuerschwert und bekämpfte Thor und Odin. Oder wird es tun? Die Arme stören mich doch. Das sieht so hässlich aus, finde ich. Gehen wir's an. Die sind zwar besser, aber egal. Es sieht so scheiße aus, finde ich persönlich. Boah, nee. So, jetzt aber. Sieht wenigstens etwas besser aus als davor. Wenigstens etwas. Jetzt sieht es wieder aus wie Fäuste und nicht irgend so ein Kack da mit irgendwas Knochen da raus. Und ja, also ich persönlich fand es nicht so geil. So, dann geht's hier hoch. Gehen wir weiter. Vater, ich höre eine Stimme. Wieder ein Alt. Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Von da oben. Gucken wir uns erstmal hier um. Oder?
Ach nee, warte mal, da gibt es einen Weg. Rechts so ein kleiner, ich glaube, ist wieder so ein Versteck. Ja. Seht da schwellende Glut. Feuerwappen. Jetzt müssen wir hier alles sammeln, dann können wir richtig geile Rüstungen vielleicht herstellen, die gut aussehen. Ich glaube, die hatten mir mehr gefallen. Ja, spring ab hier. Und weiter. Junge, oh, oh, das sieht nicht gut aus. Gleich hier um die Ecke. Warum ist da ein Riesenschwert? Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind. What? Noch nicht? Nee, warte. Na toll, bereit fürs große Training. Okay, ja, sind wir. Muspelheim-Prüfungen. Schließen Sie die Prüfung ab, um die nächste Arena freizuschalten. Drücken Sie X, um die Herausforderung anzunehmen. Drücken Sie Kreis, um abzulehnen. Drücken Sie Dreieck, um sich aufzuwärmen. Aufwärmen. Wärmen wir uns auf, Junge. Ja! Aua! Ja! Was? Pisser, ey. Scheiße, ich wollte schön aufladen. Na los, kommt! Wow! Na, komm her! Bam! Ja, los. Okay, immer Zeitangabe. Ja! Machen wir mal auf Tempo, Leute. Dann machen wir jetzt mal richtig auf Tempo. Okay, wir haben noch ein paar. Kommt her. Ja. Ciao. Wow. Du Pinker. Ach so. Und jetzt du! Achso, die Zeitangabe und Gegnerangabe zählt für alle. Boah, habe ich mich erschrocken. Komm schon! Bam. Mistratte, los, kommt.
sauber. Ja. Ja. Scheiße. Wölfe. Noch zwei. Scheiße. Das war ja verrückt. Sieh nur, Leute. Können wir nicht wenigstens einmal Weihrauch finden? Der Geruch von Schwefel wird schnell langweilig. Boah. Ich dachte, wir müssen noch, ey. Noch ein oder zwei. Beute, dann lohnt sich das ja. Mal gucken, was da drin ist. Ja, Glut, unbedingt. Brauchen wir für Rüstung herstellen. Noch mehr? Aber ich mach nicht nochmal, keine Sorge. Die Prüfung hat noch eine Stufe. Och nö. Eine schwierigere. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ja, aber erstmal nicht. Hä? Ach so, hier geht's gar nicht mehr weiter. Ach so, ich dachte, hier haben wir denn Sachen, womit wir was lesen könnten. Oder konnten wir da Sachen lesen? Da, wo wir immer waren, an dem Fluss da, an dieser Brücke. Da gab es auch Sachen, da konnten wir nichts lesen. Mal gucken, ob hier das Tor aufgeht, wenn wir das jetzt machen. Sei bereit, Junge. Das bin ich. In kurzer Zeit töten. Junge. Los geht's! Der ist noch nicht mal raus und ich greife ihn an. Aua, scheiße. Scheiße. Ihr Pisser, ey. Mal ein bisschen abkühlen. Ja. Wo? Pisser. Wölfe! Aua, scheiße, ich vergesse mal. Ja, sauber! Ja! Los! Ja! Scheiße! Komm schon! Ja, sehr gut. Warte, mach!
Verdammt nochmal. Ja, dann komm doch mal her. Verdammt nochmal. Wie soll man denn mehrere gleichzeitig ausschalten? Mann, ey. Jetzt werde ich aber pissig langsam hier. Wenn die immer Feuer an sich haben, ist scheiße. Ciao. Ja. Und jetzt ihn noch. Ja. Wow. Oh nein, nicht noch eine Hexe. Hi. Zuerst die Hexe, mein Junge. Hinter dir! Wow! Wenn andere Gegner noch leben, dein Ernst? Boah, Junge, Junge, Junge! Sauber. Boah! Boah, Junge! So, die hat nicht mehr viel Leben. Nein, die sie nicht töten. Verdammt nochmal. Aua, scheiße. Verdammt nochmal. Okay, Konzentration. Ja, mal diese scheiß Hexe hier. Oh, sauber. Jetzt hat das Mistvieh hier. Verdammt. Hahaha. Wow. Okay, wir haben einen Plan, wir haben einen Plan. Scheiße. Halte durch, Bruder. Komm schon.
Komm schon, komm schon. Vorsicht, von hinten. Danke. Nein! Willst du mich verarschen? Nein, Junge! Danke. Endlich. Ja, so Leute, wir haben hier ja die Herausforderungen alles gemacht und so weiter. Ich bin noch mal ein Stückchen hochgegangen, denn den Weg weiter. Da muss man noch ein bisschen da hochklettern, bis nach da oben da. Und ich dachte, ich höre nicht richtig und gehe. Da ist natürlich schon wieder ein Herausforderungsschwert. Und dann sagt der kleine Junge hier auf einmal, nachdem wir zwei davon gemacht haben, es gibt insgesamt, ich höre eine Stimme, die sagt, es gibt insgesamt 6. Ich denke, so willst du mich verarschen, Junge. Unfassbar. Denn ist das nämlich eher sowas für, ja, wenn du Missionsziel vielleicht abgeschlossen hast oder so, oder dich so beweisen willst und willst jetzt hier weiter hochkämpfen. Ich persönlich würde es jetzt privat ruhig machen, aber wir wollen ja vorankommen und darum machen wir lieber Missionsziel. Also wenn ihr Bock habt selber und euch das Spiel holt, dann könnt ihr euch auf was freuen. Die nächste Herausforderung war jetzt, da gab es denn einen Gegner halt, der hat aber ein Schild und du musst die verbinden, die Schwächeren töten, damit sein Schutzschild weg ist und er schwächer ist und dann besiegen. Und ja, regt mich auch ein bisschen auf, weil hätte man vorher sagen können, dass es 6 Stück sind. Sind das wirklich Thors Söhne? Ja, Magni und Modi. Zwei größere Hohlköpfe werdet ihr in den Hallen von Asgard kaum finden. Die machen alles, was ihr Onkel ihnen aufträgt. Sie sind Narren? Naja, gefährliche Narren, um genau zu sein. Wenn sie zusammenarbeiten, sind sie unschlagbar. Aber sie gönnen sich gegenseitig nichts. Furchtbar stark, schon als Kinder. Ich weiß noch, als der Raufbold Hrungir Thor angegriffen hat. Ein andermal, Kopf. Och. Wow. Oh. Magni und Modi, die Söhne Thors, helfen ihrem Onkel Baldur, uns zu finden. Stark, gefährlich, töricht. Mimir kennt eine Geschichte über sie. Und Hrungir. Ich werde später nachfragen. Was ist das hier? Wir springen. Wirklich? Was? Oh je. Warum? Ich wollte nur wissen, was das ist. Alter, scheiße. Blöde Idee! Man sollte besser nicht vom Weg abkommen. Was? Ich bin jetzt gestorben? Man sollte besser nicht vom Weg abkommen. Ich bin jetzt gestorben, tatsächlich. Alter. Wir springen, voll überzeugt. Ach so, scheiße. Ach nee, warte mal. Ah, ja, kleinen Moment. Ich muss da nochmal hin. Ich wollte ja die Rüstung machen lassen. Feuerrüstung. Ja. Hätte man es vorher gewusst. Weil wir wollen ja die
Missionsziele machen. Ich dachte jetzt hier eine Herausforderung oder zwei, höchstens drei müssen wir machen. Aber falls ihr es wisst, könnt ihr gerne mal reinschreiben, was dort oben auf diesem Feuerberg ist, dass man dort sechs Herausforderungen machen muss. Das würde mich mal interessieren. Also gut, was ist kaputt? Oh, jetzt können wir, jetzt könnten wir. Oh, geil. Oh, so eine richtige Rüstung. War das etwa schon alles? Ja. So, wir haben eine neue Rüstung, Alter. Feuer. Aus Feuer geschmiedet. Oh, und jetzt glühen wir sogar. Jeder hat einen anderen Geschmack, eine andere Meinung. Manche finden es dann mega hässlich jetzt. Manche auch nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich ganz okay. Ist eigentlich nice. Ja, dann gehen wir jetzt Richtung Missionsziel.